Hallo, es wurde sich eine Aktie gewünscht, die ich heute mal analysiere, und dabei geht es um The Kraft Heinz Group. Jeder von uns kennt Ketchup, im Zweifelsfall hat jeder den Ketchup von Heinz zu Hause, und die haben also ein Tal der Tränen durchlaufen in den letzten Wochen, richtig, richtig böse. Vor euch liegt der Chart, der kommt von 2016, also das ist bitterböse. Einer der größten Aktionäre ist Warren Buffett und letzte Woche hat er irgendwo gesagt, dass wir haben das zu teuer gekauft. Na gut, wenn Warren das macht, durchdenkt er das natürlich schon. Ja, und er hat halt einfach nicht damit gerechnet, wie soll er auch, dass das alles nicht mehr zeitgemäß ist. In Zeiten, wo die Leute gesunde Sachen essen, Smoothies und wie es alles heißt, dann ist vielleicht der Ketchup, der sehr gezuckert ist, nicht mehr das perfekte Lebensmittel. Aber das ist eine Geschichte, woher soll man das immer wissen? Wie auch immer, schaut euch mal hier den Chart an. Also so ein Ei an Bollinger Bändern. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Die Theorie, die ich gerne vertrete, ist ja die, dass ich sage, wenn das der Bewegung hier also runter entgegengesetzte Band, also das obere, jede Richtung dreht, folgt entweder eine Seitwärtsbewegung oder eine Korrekturphase. Auf jeden Fall ist dieser Impuls erstmal fertig. Das war hier Anfang März der Fall. Und ja, also mit viel Wohlwollen ist das seitwärts, aber auf jeden Fall keine Korrektur. Und das macht mich wirklich stutzig. Nach so einem Abfall, denk mal beispielsweise an die Fresenius letzten Jahres, ja, da kamen auch brutalste Verkaufsorders, dann sind die ganz langsam aber wieder hochgestiegen. Und das macht Kraft überhaupt nicht, gar nicht. Ich möchte jetzt gar nicht auf irgendwelche fundamentalen Daten eingehen, die haben in den nächsten Tagen, bringen die neue Zahlen. Da muss man mal schauen, was sie da ändern wollen, aber das sieht ganz, ganz übel aus. In der Zwischenzeit passiert Folgendes, und das ist auch normal, die mathematische Technik, dazu zähle ich also so ein MACD, genauso wie den Oszillator, trotz dieser Seitwärtsbewegung, dadurch, dass sie keine neuen nennenswerten Tiefs macht, fängt die an, sich zu stabilisieren und steigt. Und das macht der Oszillator genauso. Aber das ist jetzt schon wieder insgesamt relativ hoch und der Markt, und hier Oszillator auch, ja, und der Markt macht gar nichts. Deswegen bei so einem Fall mache ich das so, dass ich mich wesentlich mehr auf den Chart verlasse als auf irgendeine Technik. Für mich wird der Wert erst positiv, wenn wir diesen Punkt hier, das ist knapp über der 30, nach oben mit Schlusskurs überbieten. Schauen Sie mal, wie fett die Bänder auseinandergegangen sind, wie eng die jetzt schon wieder sind. Und nach unten ist für mich der wichtigste Punkt dieser hier. Da. Jetzt können Sie es natürlich noch rechnen gegen Dollar und wie auch immer. Aber für mich sind diese Punkte hier, ich nenne ihn auch genau den Kurs. Hier ist es die 30,32 nach oben und da muss der Schlusskurs drüber sein. Nicht mal kurz während des Tages ist rangegangen, sondern der Schlusskurs. Und hier nach unten ist bei mir die 27,83. Das ist ziemlich eng. Ja? Ähnlich eng wie die Bänder. Erst da wird es für mich interessant. Soll heißen, wenn einer den Wert von hier oben irgendwo hat, muss er immer noch warten mit einem Dazukauf. Das ist meistens das Schlimmste, was ich höre, wenn er sagt, irgendjemand sagt, oh, ich hatte die irgendwo da oben, keine Ahnung, zum Beispiel eine Wirecard bei 180. Ich habe aber 160 dazugekauft. Ups, die sind ja 140. Ich kaufe nochmal. Ups, die sind ja 120. Ups, die sind unter 100. Dass dieses Dazukaufen ist ganz gefährlich. Es gibt momentan keinen Grund, keinen Beweis dafür, dass man jetzt schon dazukaufen muss. Auch wenn die gleitenden Durchschnitte sich jetzt hier vereinen. Auch wenn die Technik schon deutlicher gestiegen ist. Das ist zu früh. Ich würde mich auf diese beiden Punkte hier verlassen. Und diese Punkte geben dann vielleicht mal die Chance, dass wir mal auf Richtung 35, 37 steigen können. Die 40 sehe ich erstmal nicht. Aber wer, wenn die Freunde hier unter das untere Band gehen, was sich hier genau verbindet mit den Tiefs der letzten Wochen. Ich finde es sehr merkwürdig, dass nach so einem Abfall hier nur eine Seitwärtsphase und keine korrektive Phase entsteht. Das gefällt mir gar nicht. Das wäre also kein Wert, den ich mir heute hier und jetzt ins Depot legen würde. Da warte ich, bis wir hier diesen Bereich von den 30, 30, 37 überboten haben mit Schlusskurs.
Aber gefallen tut mir der Wert nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich gehe jetzt hier auch gar nicht auf Derivate, das war nicht die Aufgabe von dieser Analyse. Die Aufgabe war lediglich der Wunsch von jemandem auf YouTube. Und deswegen, schaut es euch an. Ich glaube, das ist nicht uninteressant. Aber nicht uninteressant heißt auch, das kann hochgehen, das kann runtergehen und da kommt doch mal eine fette Bewegung rein. Also, ich wünsche euch was. Bye bye, ciao.